Da geht's nicht weiter, da ist nur ein Kamin. Und da ist keine Tür? Ne. Ja, kennen Sie die Familiengeschichte? Yo, ho, ho, Bitches! Guckt euch an, welche Prominenzen ich heute dabei habe, denn es passiert heute das spektakuläre Finale. Das Finale, nachdem wir ein Survival-Training absolviert haben und nachdem wir eine Höhlenführung durchgemacht haben. Denn heute wird das Ganze etwas gruselig und mysteriös. Wir werden eine riesige Lost Places-Tour starten. Wir haben einige Lost Places auf der Karte uns markiert und jetzt stehen wir zum Beispiel gerade in einem leerstehenden Ort. Dieser Ort musste wegen Braunkohleabbau geräumt werden und wir werden uns hier so ein bisschen umgucken, ob wir in Häuser reingehen können. British muss nachher noch ein Ei legen. Ich muss nur pipi. Heute ist auch der Videostil etwas anders, denn ich werde nachher auf die Handkamera umschwenken und die beiden werden Körperkameras anhaben, sodass das Ganze etwas privater, intimer und auch damit unheimlicher wird. Ich würde sagen, wir lassen die unheimliche Lost Places Tour starten. Ja. Ja. Oh, hier ist Glasscherben am Boden. Das ist hier nicht eigentlich das perfekte Heim für Obdachlose. Boah, wenn wir hier einen Obdachlosen finden. Oh nein. Oh, geht jemand anderes außer mir vor? Guck mal, der Rollladen ist hier runtergefallen. Oh, guck hier, der Rasen ist gemäht. Ja, gemäht, Bridget. Was definierst du als gemäht? Ja, es ist doch niedergemacht hier, die Brennessen. Aber warum sollte jemand mähen? Das ist ja die Frage. Bridget, you is crazy. Und warum sollte er das hier reinschleppen? Oh mein Gott. Ist ja gerade ein Auto draußen vorbeigefahren. Steht mein Auto noch da? Wir sperren uns nachher hier ein, ey. Boah, stell mal vor, ich würde frecken. Es wäre ein unterhaltsames Video. Ach du Scheiße. Boah, ich hoffe, wir finden keine Leiche. Ich kann jede Leiche werden, wird sie riechen. Hey, die riecht nach Fuchs, riecht ihr das? Es ist immer wieder schön, ans Tageslicht zu kommen und den Klo benutze ich nicht. Punkt. Das ist schon mal Fakt. Schönes Haus, ne? Sieht dann wirklich edel aus. Da ist ein Friedhof, oder was? Es ist ein Friedhof. Oh, die dürfen noch nicht mal in Ruhe leben, sterben, meine ich. Also, Pretty sind, glaube ich, schon tot. Die haben die aber auch umgegraben. Umgegraben, außerdem? Aber nicht alle. Da hinten ist auch noch einer. Warum das denn? Die ist kalt, ne? Willst du eine Mütze haben von mir? Ich habe ein Auto. Da kommt ein Auto. Was macht der hier? Der setzt zurück. Der setzt zurück. Ach so, der hat nur die... Oh Gott, Girl. Fast eingekackt. Kartoffeln direkt vom Erzeuger. Oh wow, hier ist ein Baum. Oh, hier war schön. Hier sind nur noch Topfpflanzen. Die haben doch begossen. Die sieht doch aus, als guck mal, hier ist eine Blume. Die werden gepflegt. Guck, die sind nur vertrocknet, die Blumen. Da steht ein Auto, ja. Aber wohnen darf hier keiner mehr. Ja, guck, okay, ich hab ein Fenster. Die wohnen hier, die wohnen. Guck, da sind die immer wohnen. Ja, da ist wohnen getragen. Die dürfen hier doch nicht mehr wohnen. Ich verstehe nicht mehr. Das ist jemand, der Miete sparen will. Aber stell dir mal vor, hier wohnt kein Schwein und du bist der Einzige, der hier wohnt. Und du hast keinen Strom, kein fließend Wasser. Da kommt schon wieder ein Auto. Das ist echt seltsam hier. Das waren andere als eben. Oh wow. Die sind noch angemeldet. Da sind auch Kameras. Es ist schon irgendwie seltsam. Guck dir das mal an. We stay. Vielleicht ist da jemand drin. Da waren überall Häuser. Alles nur für Braunkohle. Gott, vor allem dein Gesicht ist komplett entstellt, Bridget. Ja. Hübscher Türkreis. Zwei Drittel von dem Ort sind ja schon abgerissen. Vielleicht haben die ja was Gutes vor. Hier wohnt auch einer. Guck, die haben auch die Pflanzen am Fenster noch. Die werden mindestens einmal die Woche gegossen. Das sind Gräser, die halten sonst nicht lang. Die vertrocknen, glaubst du mir? Glaubt der Lady mit der bösen Augenbraue. Aber guck hier, die verkaufen auch Kartoffeln. Vielleicht gehören die zusammen. Denkmal. Was ist mit dem Denkmalschutz? Nix. Hausnummer 35. Ich wurde direkt an die Zeitung weitergegeben. Ich hätte das Stirnband ausziehen. Ja, stell mal vor, jetzt kommt jemand, der schießt uns und du filmst nicht. Ich sehe hier nur Distel. Du bist ein Distel. Ist da ein Licht an? Da ist ein fucking Licht an. Aber gerade das Ding sieht sie nicht. Steht da einer oder? Wenn da jetzt jemand steht, toll. Doch, das ist einer. Ne. Ey, lass uns doch mal näher hingehen, der kann uns doch nichts. Da, siehst du, doch, da ist einer. Da steht einer, scheiße, wirklich. Zwei sogar. Aber ich dachte, hier wäre kein Strom. Dachte ich eigentlich auch. Wenn Schüsse fliegen, auf den Boden schmeißen. Na toll. Auch wenn da Schafscheiße liegt. In die Schafscheiße rein, dann sollen die mich lieber schießen. Das ist das Ding mit dem Bauernhof. Das ist der Laden, wo die ganzen Autos, die Kameras. Ah ja. Ja. Wo die Autos und die Kameras davor stehen. Hier ist der Bauernhof. Ja, mich würde schon interessieren, warum die noch hier sind, oder? Ja, und da sitzt er mit der Brille, so ein Wesen. Das ist doch wirklich schön. Ja, so sagst du jemand. Das ist der Hof. Kartoffel. Gut, die Hose. Einen geschenkten Gaul und so. Ein Abendessen ist gesichert. So, ich geh nochmal grad.
Auf die Toilette? Hexen. Mach mal den Ton aus hier. Nee, du schneidest das nicht raus. Oh, wow. Also das ist quasi der Grund, warum die Dörfer hier überall leer stehen. Wegen dem Braunkohleabbau. Boah, zieht sie durch. Das hätten die hinschreiben sollten als Warnschild. Achtung, es ist hier fucking arschkalt. Übrigens, kennst du Liebscher und Pracht? Keiner kennt Liebscher und Pracht. Ein YouTube-Video? Wir sind jetzt hier übrigens an Location Nummer 2. Das ist ein Herrenhaus. Wir haben leider eben Brittets Stirnkamera geschrottet. Als wir die an die Steckdose gesteckt haben, kam leider nur noch Qualm raus. Aus dem Grund gibt es jetzt nur noch 2 Kameraperspektiven. Sieht so französisch aus, ne? Gar nicht so. Aber hier scheint auch einer zu sein. Wie werden. So eine Männer-WG oder wie? Oh, guck mal da die Puppen. Komm, ja, schau mal da durch die Fenster. Da wohnt einer. Nicht stören jetzt. Bridget, als wird nicht auf uns aufmerksam machen. Hör auf. Bridget, stopp, da kommt Rauch aus dem Kauschornstein. Ja, da sind Leute drin. Und jetzt? Jetzt müssen wir durch den Sumpf. Oh, wow. Boah, wenn wir hier eine Leiche finden. Psst, oh mein Gott. Ich hoffe einfach mal, die haben uns das hinten nicht gesehen, weil da war ja direkt am Fenster. Zumindest war da im Raum jemand. Tschüss. So was ist überhaupt nicht gut für meinen Reizdarm. Girl. Bist du schon okay? Da hat jemand die Leiter kaputt gemacht. Will der von uns, dass wir da jetzt auch hochklettern? Hallo. Und? Müssen mal vorne rumgehen und da gucken. Also da ist kein Eingang. Ja, da wäre einer, aber. Wartet. Und? Also der einzige Eingang ist quasi das kleine Fenster, da. Du bist beweglich. Du kannst da mal reinklettern und mal gucken. Das wäre das Einzige, was uns noch bleibt. Do it for the clicks. Ob man da reinkommt? Also wenn dann der Alex. Guck mal, der schnuppt. Nee, da geht's nicht weiter. Das ist nur ein Kamin. Und da ist keine Tür? Nee. Wollt ihr mal? Ach, nur mal gucken. Ja. Kennen Sie die Familiengeschichte? Dürfen wir mal zu Ihnen kommen? Ja, der hat uns eben gesehen. Ist doch nicht schlimm. Ich kann dir ja was erzählen. Hallo. Das Einbrechen, das ist nicht richtig. Doch, nee. Die alle machen immer. Wir wollen nichts Böses, um Gottes Willen. Ja, wir sind auch genug eingebrochen worden. Ja, ist doch keine deutsche Bauweise eigentlich, ne? Was ist das? Das haben wir gekriegt jetzt beim spanischen König. Sieht gut aus. Da oben ist eine eigene Kapelle, ne? Oh. Echt? Und deswegen brechen wir alle ein. Wir haben auch einen eigenen Friedhof. Da können wir gleich mal gucken. Die Leichen schwimmen da wohl. Im Nachthochwasser ist. Seit 64 Jahren wohnt er hier. Vielleicht sehen wir doch noch ein paar Leichen, wenn wir jetzt zum Friedhof gehen. Die schwimmen da rum. Ich hoffe. Was war denn das für eine Info? Schon gruselig. Ja, so. Ich sehe ihn. Du siehst ihn? Ich sehe ihn. Oh. 1832 oder was? Ja. Der hat mindestens 2 von denen überlebt. Man kann es einfach aufmachen. Wie doof sind wir denn? Wie alt die geworden ist, ne? 85. Also hat er Sophia und Therese überlebt und hat für die noch gearbeitet. So gemacht. Also ich würde sagen, da kommen die rein, hä? Ey, stopp! Da sind Leute drin, da war ein Taschenlampenlicht. Ja, können wir mal drum herum gehen. Die lachen, ist alles gut. Der Joker in Batman lacht auch. Da hinten stehen die doch. Hallo. Hi. Gerade eben habe ich da drin auch Taschenlampenlichter gesehen. Also von euch wohl keiner noch. Okay, das sind Frauen, die sollen vorgehen. Die werden als erst umgebracht. So fangen die besten Horrorfilme an, oder? Ja, die sind alle erstmal lustig und unbedarft und wollen einfach mal so. Am Ende sterben alle. Das hat doch alleine schaffen hier. Nimmst du meine Hand. Oh Gott, klar. Wow, ich hab die Geschichte nicht im Kopf. Also mit 19 Jahren. Könnt ihr mal bitte anmoderieren? Nein! Also wir sind jetzt hier auf jeden Fall an der Geistervilla. Ein Fuckton of Menschen hätten sich hier wohl umgebracht bzw. erhängt. Toll. Ja, Gordon, erzähl du die Geschichte. Ich weiß nicht, was vor der Nazi-Zeit war. Auf jeden Fall eine Menge gruseliger Scheiß ist hier passiert. Oh, ich würde nur spezifischer sein. Du willst doch spezifisch. Warum hast du eigentlich die Lampe schon an? Okay, dann klettern wir jetzt hier hoch. Ne? Sorry. Ja, ne? Welches Licht soll ich jetzt reflektieren? Ja, Bridget, hier ist die Geschichte. Ja, habe ich meine Brille an?
Ja, was gibt es jetzt hier gruselige Facts drüber zu erzählen? Moment, eine dunkle Aura scheint die Villa zu umgeben. Moment, blutiges Gemetzel und rätselhafte Selbstmorde. Ich glaube, das soll erhängt haben. In einer alten Ziegelei unweit des Hauses erhängt. Das heißt, es wurden 3 Leute erhängt. Super spannend. Können wir jetzt reingehen? Bayard, bist du blöd. Also der Richter, der hier gewohnt hat, der soll sich im 2. Stock erhängt haben. Ja, so spannend ist das hier noch nicht immer. 2 Autos und ein Mercedes und ein VW-Käfer. Bridget, können wir jetzt endlich reingehen? Ja, willst du jetzt was hören oder nicht? Wir gehen ihnen hinterher, das ist unsere Chance. Es kamen bestimmt noch 5 Todesfälle und du frischst ab. Aber ne, beklemmende Gefühle. Hat hier irgendeiner beklemmende Gefühle? Ich habe ein bisschen Blähung im Zelt. Bridget, geh. Bridget, kannst du mal bitte durchsprechen? Ich brauche einen Klick. Ja, du. Fester. Hier fällst du nicht weit. Clickbait. Platz hier für Geister. Hier riecht es wirklich ein bisschen nach Verwesung. Allerdings kann es auch sein, dass Bridget einen gehen lassen hat. Nein. Das ist rund gemauert. Ein Blumsklo. Wow. Oh, was? Nix. Oh, Heizungskeller. Ja. Wow. Guck mal, hier hat irgendwas mal gebrannt. Ein Regal, Schatz. Heizen mit Qualität. Vielleicht ist da noch ein bisschen Diesel drin, guck mal. Oh. Okay, ich bin nicht der Erfolge, bitte. Was soll denn hier sein? Mit diesem Gesicht muss man nicht sein Leben riskieren. Boah. Oh, hast du mich jetzt erschreckt. Hier sollten wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ja, komm da weg. Gut vor den Klicks. Geh du vor, ich gehe hier keinen Schritt weiter. Nee, Bridget. Wo gehst du hin? Lebst du noch? Ja, ja. Schade. Du hast alles zu verlieren. Was habe ich zu verlieren? Dein ganzes Leben. Oh. Warum ist die Decke? Was war das schon wieder? Ja, vielleicht wollen die an dir vorbei und wir haben den Weg versperrt. Deswegen hupen sie, die Affen. Girl, wie komme ich hier raus? Hallo! Hallo! Ist das Auto von euch? Ja. Wir müssten einmal bitte raus mit beiden Autos. Wir waren jetzt drin und hören nur so ein Hallo und dachte, oh Gott, geil! Nein! Daddy ist hier. Also wir sind jetzt die Einzigen hier. Schön, ne? So lange hast du gemacht. Also habe ich was verpasst? Habt ihr Geister gesehen? Hat hier jemand erhängt? Bisher noch nicht. Oh. Also die sind ja alle da hoch, also ist es jetzt nicht... Ja. Bridget, aber keiner von denen hatte so ein gebärfreudiges Becken wie du. Die sieht nicht so vertrauenserweckend aus, aber die wird schon halten. Die sehen alle so aus. Ich hätte ja genug gesehen. Bridget, ich stehe hier gerade auf dem Holzboden. Ich fühle mich auch nicht wohl. Also im Prinzip, ich habe sogar noch was Cooles dabei. Was ist dabei? Ich weiß nicht, ob du gewisse Dinge noch kennst. Oh nee, Alex. Hallo. Ist hier ein guter Geist, der mit uns sprechen möchte? Und ich weiß, da war ich noch mutiger wie du. Und du hast so getan, als wärst du mutig. Und dann wolltest du keinen Schritt mehr weitergehen. In meinem Kopf nochmal spielen lassen. Du warst jeden keinen Tag, Schritt wolltest du weitergehen. Wollte. Keinen Schritt wolltest du. Also, hier der Boden. Hör auf! Hör auf! Da oben sieht genauso aus. Kann man jetzt Schluss machen und einfach zum Italiener gehen oder so? Was soll ich denn da oben? Geh mal hoch, Bridget. Nee, ich geh nicht mehr. Bridget, geh. Ich will auch nicht alleine bleiben. Dennis! OMG. Oh mein Gott. Was denn? Oh, guck mal, wie schrecklich die Treppen von der Seite aussehen. Was willst du denn da oben? Hier oben ist alles sicher. Geh mal hoch, Bridget. Ich geh alleine nicht. Geht einfach am Rand. Boah, jetzt hör auf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Können wir jetzt endlich wieder gehen? Oh mein Gott. Bridget, riechst du hier schon wieder einen Fuchs? Nein. Das war mal wieder ein spannendes Video, nachdem ich wirklich zum Darmcheck muss. Ich hab meinen kompletten Hoseninhalt. Entleerten. Na, irgendwie, warte. Den, das muss ja erst Darminhalt. Der Darm, du hast dich also eingekotet. Ja, bei 200.000 Daumen hoch werden wir dazu einen Teil 4 filmen. Wenn ihr mehr sehen möchtet von mir und vielleicht auch von den anderen, dann bleibt bis nächste Woche dran, denn da gibt es noch einige weitere seltsame, skurrile und trotzdem lustige Videos. Also dann, bis nächste Woche. 2, 3, tschüss. I'm not going to be able to do that.